Als nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Marco Schreuder. Ich bitte darum. Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Obwohl jetzt die Freiheitlichen und die SPÖ-Formel gesprochen haben und die eine dagegen und die anderen dafür stimmen werden, haben sie trotzdem beide recht. Das ist ja das Komische manchmal in der Politik. Das ist das Abwägen der Argumente und was wiegt wichtiger. Zum einen, ich bin kein Schiedsrichter. Nein, wir stimmen dagegen. Aber das werde ich gleich, das werde ich Ihnen gleich erklären, warum. Ja. Oder fangen wir damit an, kein Problem. Ich erkläre Ihnen ganz einfach, das ist in einem Satz erklärt, warum wir dagegen stimmen. Die Logik, dass ein Gerät, das nicht digital empfangen kann, es aber eventuell in der Zukunft könnte, und jetzt schon Rundfunkgebühren eingehoben werden, weil es ja eventuell in der Zukunft empfangen könnte, ist für uns eine Logik, die wir nicht nachvollziehen können, deswegen stimmen wir dagegen. Das ist der einfache Grund. Aber gehen wir auf diese Metaebene, die der Kollege Schennach jetzt gerade angesprochen hat. Er hat natürlich vollkommen recht. Das Medienkonsum, Medienverhalten verändert sich derzeit in einer dramatischen Weise. Also ich selber bin ja auch ein sogenannter Digital Native, also ich bin mit dem Internet sozusagen sozialisiert. Digital Native. Ja? Nein, das habe ich mit dem Kugelschreiber geschrieben, also das geht schon noch. Ja? Das geht schon noch. Aber ich bin zum Beispiel, ich schaffe es auch nicht immer um 22:22 Uhr zu schauen. Und natürlich bin ich dankbar, dass ich auf meinen mobilen Endgeräten die TVD habe, mittlerweile eine tolle Applikation. Und im Morgengymnastik habe ich nebenbei ORF2 auf ZIP2 laufen. Also das ist, das ist jetzt wichtig, macht euch nur lustig. Ich finde das insofern wichtig, weil das Medienkonsum sich tatsächlich, es verändert sich dramatisch. Möchte ich heute als UPC-Kunde Desperate Housewives neue Staffel schauen, um nur ein Beispiel zu nennen, brauche ich nicht mehr auf ORF2 warten oder auf ORF1 warten, bis es mal, da muss ich mir merken, um welche Uhrzeit, zu welcher Tageszeit, sondern ich kann es bestellen und es kommt frei Haus geliefert. Das heißt, wir sind in einer dramatisch veränderten Welt, der Computerempfang ist natürlich in diesem Gesetz auch noch nicht geregelt, das ist aber ein großes Thema für die Zukunft, das ist überhaupt keine Frage. Denken Sie nur daran, dass Google mit Fernsehen beginnen wird, also über YouTube vermutlich. Ja. Und dass Apple, wenn das Gerücht denn stimmt, nächstes Jahr schon Fernsehen produzieren möchte. Also auch die Geräte. Das verändert wahrscheinlich, das können wir heute noch gar nicht abschätzen, was das verändern wird. Da wird sich der ORF vermutlich auch Gedanken machen möchte, obwohl, da möchte ich mich den Kollegen von vorhin anschließen, so ein Programm wie ORF3 wäre rein kommerziell natürlich nicht machbar und ORF3 zeigt in einer hervorragenden Art und Weise, was öffentlich-rechtliches Fernsehen sein soll, kann, ist großartig. Ja, ich bin mittlerweile zu einem Stammsee, Inside Brüssel, großartiges, ein Ö1 natürlich auch, ja, obwohl ich bei mir zu Hause, da hat sich mein Konsumverhalten schon geändert. Ich habe das zu Hause auf meinem Computer und das läuft, die Musik läuft direkt gestreamt in Stereoanlage. Also bei mir ist Radio, das gebe ich zu, Podcasts höre ich gerne. Ja? Nein, aber dieser neue Medienkonsum wird sehr bald neue Gesetze verlangen. Das Rundfunkgebührengesetz, das ORF-Gesetz, wie wir es jetzt vor uns haben, ist sicher noch ein Gesetz des 20. Jahrhunderts, aber sicher kein Gesetz mehr des 21. Jahrhunderts. Die Antworten haben wir alle noch nicht, weil die technische Entwicklung auch noch nicht absehbar ist. Aber wir werden alle unsere Augen, Ohren und sonstige Sinnesinstrumente, die wir haben, offen halten müssen, einfach um zu sehen, wohin sich das entwickelt. Aber die Ablehnung heute dieses Gesetzes ist, dass wir sagen, ein nicht digitales Gerät, das vielleicht irgendwann mal digital werden könnte, jetzt schon mit Gebühren zu belegen, das halten wir einfach für falsch. Dankeschön.